Anlässlich des 1. Mai, der Tag der Arbeit, sind die Personalräte, die Betriebsräte, Vertrauensleute und Funktionsträger der DGB-Gewerkschaften eingeladen ins Rote Rathaus. Wird er kommen, der frisch gewählte regierende Bürgermeister von Berlin, Kai Wegner? Etwas verspätet ist er da. Und nach der Begrüßung äußert er sich zu den Schildern, die hochgehalten werden. Und ich sehe jetzt gerade schon Transparente, Galeria, Karstadt, Kaufhof. Das sind Themen, wo ich immer den Eindruck habe, und täglich grüßt das Murmeltier. Man hat so das Gefühl, jedes Jahr sind wir da erneut in einem Kampf. Aber ich kann nur sagen, durch Missmanagement dürfen nicht jedes Jahr aufs Neue die Beschäftigten in diesen Häusern immer wieder Angst vor Jobverlust haben. Ich vereinbart habe, dass wir in den kommenden Monaten und Jahren den Austausch zwischen Gewerkschaften und Berliner Senat noch weiter verstärken werden, meine Damen und Herren. Bei allen Herausforderungen, die vor uns liegen, brauchen wir sie. Wir brauchen die Gewerkschaften an unserer Seite und wir wollen das auch mit Ihnen gemeinsam machen. Grußworte sprachen die Vertreter des Deutschen Gewerkschaftsbundes und des Beamtenbundes. Der Regierende nutzte die Gelegenheit, etwas näher mit den Gewerkschaftern ins Gespräch zu kommen. Eine gute Grundlage für künftige Zusammenarbeit. Schauen wir mal.